Das Kerckhoff-Prinzip gibt es seit 1883. Es definiert Anforderungen an gute Verschlüsselungssysteme. Im Kern besagt es, dass die Sicherheit eines Verfahrens nur in der Geheimhaltung des Schlüssels liegen darf. Ein Angreifer kann Zugriff auf alles andere haben, ohne dass die Sicherheit beeinträchtigt wird. Insbesondere kann der Angreifer die komplette verschlüsselte Nachricht kennen, sowie jedes Detail des Verschlüsselungsalgorithmus. Bei den heutigen Verfahren ist es sogar ungefährlich, dem Angreifer eine Blackbox zu überlassen, mit der er beliebige Daten mit dem geheimen Schlüssel ver- und entschlüsseln kann. Sobald man dem Angreifer diese Box wieder wegnimmt, kann man danach Nachrichten mit dem gleichen Schlüssel verschlüsseln, ohne dass der Angreifer diese Nachrichten entschlüsseln kann. Alle heutigen Verfahren erfüllen diese Anforderung. Wer heute ein eigenes Verfahren erfindet, schafft diese Maxime in der Regel nicht. Deshalb immer etablierte Standardverfahren korrekt verwenden. Zufallszahlengeneratoren werden in der Kryptographie sehr oft verwendet, beispielsweise um Einmalschlüssel zu erzeugen. Es ist deshalb sehr wichtig, dass ein Angreifer die Zufallszahlen nicht erraten kann. Da ein Computer nach wohldefinierten mathematischen Regeln arbeitet, ist Zufall eigentlich nicht vorgesehen. Deshalb behilft man sich damit, dass die physikalische Umwelt beobachtet und diese als Quelle für Zufall verwendet wird. Problematisch ist dies auf Servern und insbesondere virtuellen Maschinen, die wenig direkte Benutzereingaben bekommen. In der Regel sammeln deshalb Server über längere Zeit zufällige Ereignisse, damit sie bei einer Anfrage genügend Puffer haben, um diese Anfragen zu beantworten. Die Aufgabe einer Hash-Funktion ist es, aus einer beliebig langen Eingabe eine Prüfsumme zu bilden. Diese soll die Eigenschaft haben, dass sie komplett von jedem einzelnen Bit der Eingabe abhängt, damit selbst minimale Veränderungen erkannt werden können. Außerdem darf es nicht möglich sein, zu einem gegebenen Dokument ein zweites zu erzeugen, das den gleichen Hashwert hat. Hash-Funktionen sind deshalb darauf ausgelegt, die Eingabe möglichst gut zu durchmischen. Dies macht Verschlüsselung zwar auch, aber Hash-Funktionen lassen sich nicht zurückrechnen, sind also ausdrücklich nicht bijektiv. Die errechneten Prüfsummen haben immer die gleiche Länge, abhängig vom Algorithmus. Symmetrische Verschlüsselung nutzt den gleichen Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln. Genau wie bei einer Haustür kann man mit dem gleichen Schlüssel auf- und zuschließen. Beispiele für symmetrische Verschlüsselung sind AES, DES, TripleDES, IDEA. Es ist das, was man beispielsweise von ZIP- oder Word-Dateien kennt. Man gibt ein Passwort ein, mit dem die Datei verschlüsselt wird, und zum Entschlüsseln muss man das gleiche Passwort wieder eingeben. Asymmetrische Verschlüsselung nutzt Schlüsselpaare zum Ver- und Entschlüsseln. Wichtig für die Sicherheit ist hierbei, dass man von einem Schlüssel nicht auf den anderen schließen kann. Asymmetrische Verfahren haben den Vorteil, dass man einen der beiden Schlüssel veröffentlichen kann. Beide Schlüssel kann man hierbei sowohl zum Ver- als auch zum Entschlüsseln verwenden, wobei man immer den jeweils anderen Schlüssel für den Rückweg benötigt. Einer der beiden Schlüssel wird hier normalerweise veröffentlicht und heißt Public Key, der andere unveröffentlichte heißt Secret Key. Die Schlüssel sind normalerweise unterschiedlich schnell und der schnellere wird veröffentlicht. Man kann aber auch beide langsam machen, nur hat das keinen Vorteil. Was bedeutet langsam in diesem Zusammenhang? Als Faustregel kann man sagen, dass symmetrische Verfahren etwa 1000-mal so schnell sind wie asymmetrische Verfahren. Hash-Verfahren sind nochmal etwa 5-mal schneller als symmetrische Verfahren. Mit spezieller Hardware wird es sogar noch schneller, denn diese Messungen wurden auf einem normalen Laptop gemacht. Gut, mit 1000-mal schneller kann man immer noch nichts anfangen, deshalb ein paar konkrete Zahlen auf einem relativ aktuellen i7-Laptop. Die Hash-Funktion führt der mit 700 Megabyte pro Sekunde aus, eine symmetrische Verschlüsselung mit 170 MB, wenn es in Software ist, oder mit 1400 MB, wenn man die Hardware-Unterstützung der heutigen CPUs verwendet für AES. Asymmetrische Verfahren hingegen kommen etwa auf 0,16 MB, also 160 Kilobyte pro Sekunde. Dies bedeutet, dass asymmetrische Verfahren zwar deutlich langsamer sind als symmetrische Verfahren, aber es ist nicht so, dass man asymmetrische Verfahren jetzt überhaupt nicht verwenden kann, um kleinere Datenmengen zu verschlüsseln. Fast alle heutigen Verschlüsselungsverfahren, Protokolle und Gegenmaßnahmen beruhen auf den vier vorgestellten Bausteinen. Die folgenden Folien verwenden eine etwas kompaktere Schreibweise, sodass hier eine Notation dafür eingeführt wird. Die Zufallsfunktion heißt Z und liefert eine beliebig lange Kette von zufälligen Zahlen. Die Hash-Funktion heißt H und liefert immer eine Prüfsumme mit einer konstanten Länge. Die symmetrische Verschlüsselung wird mit S bezeichnet, wobei man dann immer in Klammern den Klartext hinschreibt und hinten dran den Ciphertext. Wie man sieht, ist das Ganze symmetrisch, das heißt von X kommen wir auf Y und von Y zurück auf X. Asymmetrische Verschlüsselung, da braucht man eben die zwei Schlüssel, den Public Key und den Secret Key.
Ich habe hier die Notation eingefügt. Asymmetrische Verschlüsselung mit Index P verwendet den Public Key. Asymmetrische Verschlüsselung mit S verwendet den Secret Key. Auch hier sieht man, man kommt von X auf Y und von Y zurück auf X, aber man muss eben den jeweils anderen Schlüssel verwenden. Wie nutzt man jetzt diese Verfahren, um Protokolle zu entwickeln? Als erstes Beispiel Public Key Kryptographie. Das Problem, wie vorher angesprochen, ist, dass eine asymmetrische Verschlüsselung langsam ist. Die mit dem Public Key ist langsam, die mit dem Secret Key ist noch langsamer. Das ist natürlich ungeeignet, um größere Nachrichten zu verschlüsseln. Die Lösung ist, dass man einen zufälligen Sitzungsschlüssel K verwendet, der von einem Zufallszahlengenerator erzeugt wird. Mit diesem Sitzungsschlüssel verschlüsselt man mit einem symmetrischen Verfahren den Klartext und erhält ein Chiffrat. Jetzt stellt sich das Problem, wie bekommt der Empfänger diesen Sitzungsschlüssel? Man nimmt den Sitzungsschlüssel und verschlüsselt ihn mit dem Public Key des Empfängers und erhält den verschlüsselten Schlüssel K'. Man übermittelt diesen verschlüsselten Schlüssel K' plus das Chiffrat an den Empfänger. Dieser kann zuerst den verschlüsselten Schlüssel mit seinem Secret Key entschlüsseln, enthält wieder den Schlüssel K und mit diesem Schlüssel K kann er mit dem symmetrischen Verfahren aus dem Chiffrat wieder den Klartext erzeugen. Man bezeichnet dies auch als Hybridverfahren, weil man eben zwei Verfahren kombiniert, um ein Protokoll zu erreichen. Bei der digitalen Signatur macht man etwas Ähnliches wie bei der Public Key Kryptographie, nur dreht das Ganze um. Man ermittelt keinen Sitzungsschlüssel, sondern den Hash des Dokumentes, was man signieren will. Der Hash selbst ist relativ kurz, beispielsweise 128 Bit. Den Hash verschlüsselt man mit dem Secret Key des Signierenden und erhält die digitale Signatur H'. Dies ist schnell, da der Hash relativ kurz ist. Zur Überprüfung der Signatur bildet der Empfänger erstmal wieder den Hash des Dokumentes und erhält wieder H. Dann nimmt er den signierten Hash H', wendet darauf die asymmetrische Verschlüsselung mit dem Public Key an und erhält wieder das H. Sind beide identisch, ist die Signatur gültig. Bei der Authentisierung geht es darum herauszufinden, ob jemand derjenige ist, der behauptet ist zu sein. In der Kryptographie macht man so etwas dadurch, dass man sagt, beweise etwas, was nur du kannst und sonst niemand. Eine einfache, aber langsame Methode ist eine digitale Signatur. Ich denke mir einfach eine Zufallszahl aus und sage, signiere diese Zufallszahl. Und wenn ich die Signatur erhalte, überprüfe ich sie. Und wenn sie korrekt ist, weiß ich, dass ich mit dem richtigen Absender spreche. Eine schnellere Variante, die allerdings ein Shared Secret erfordert, also ein gemeinsames Geheimnis, funktioniert wie folgt. Ich als Server denke mir wieder eine Zufallszahl aus, die normalerweise Nonce genannt wird. Die schicke ich an den Client. Dieser bestimmt den Hash dieser Zufallszahl plus seinem Shared Secret. Der Hash wird als Response bezeichnet und zurück an den Server geschickt. Der Server macht genau das Gleiche, bildet den Hash seiner Zufallszahl und des Shared Secrets. Kommt er dabei auf den gleichen Wert, ist die Antwort korrekt und der Client authentisiert. Man bezeichnet dies auch als Zero-Knowledge-Beweis, da eben kein Wissen über die Leitung geht. Kommen wir zu Gegenmaßnahmen. Nehmen wir als Beispiel einen Funkschlüssel, mit dem ich ein Auto öffnen kann. Ich drücke auf den Schlüssel, das Auto geht auf. Ein Angreifer könnte die Kommunikation zwischen Schlüssel im Auto einfach aufzeichnen und erneut abspielen und damit das Auto öffnen. Damit dies nicht funktioniert, wird ein Replay-Schutz gemacht. Der Replay-Schutz verhindert, dass ich eine Authentisierung zweimal verschicken kann und sie zweimal akzeptiert wird. Eine einfache Lösung dafür ist, jede Authentisierung mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen. Das heißt, der Schlüssel versieht die erste Anfrage zum Türöffnen mit der 1, die zweite mit der 2 und so weiter. Das Auto muss sich dann lediglich merken, was war die höchste Zahl, die ich bisher empfangen habe. Kommt dann eine Frage mit der gleichen oder niedrigen Nummer wieder, wird die Anfrage verworfen. Ein Angreifer kann damit eben keine Nachricht erneut schicken und damit das Auto öffnen. Ein kleines Zwischenspiel, die XOR-Funktion. XOR hat eine besondere Eigenschaft. Dann habe ich zwei Werte A und B und wende XOR darauf an, kriege ich einen Wert C. Bilde ich jetzt das XOR von C und A, erhalte ich wieder B. Mache ich das XOR von C und B, erhalte ich wieder A. Das heißt, kennt man zwei, kann man das dritte bestimmen. Das ist eine sehr interessante Eigenschaft, die im Folgenden verwendet wird. In der ersten praktischen Übung hatten wir das Beispiel einer Verschlüsselung eines Bildes mit AES im Electronic Codebook Modus. Wir haben dort gesehen, dass das Bild zwar verschlüsselt ist, aber man trotzdem noch erkennen konnte, was das Bild darstellen sollte, nämlich diesen Stromstecker. Das Problem ist, dass bei der symmetrischen Verschlüsselung aus dem X ein Y wird, aber jedes Mal. Dieses Bild besteht aus vielen identischen Teilen, die alle jeweils in das gleiche Chiffrat verwandelt werden.
Die Kanten bestehen aus anderen Zahlen, die zu anderen Dingen verschlüsselt werden, und man kann dann im Bild diese Unterschiede erkennen. Darüber hinaus ist es so, wenn ein Angreifer passende X- und Y-Kombinationen kennt, also Klar- und Ciphertext, kann er diese entschlüsseln. Und wie man im Bild gesehen hat, selbst wenn man das nicht kennt, kann er immer noch gewisse Dinge über den Ciphertext erfahren, eben ob bestimmte Teile identisch sind wie andere Teile. Das ist bei Bildern der Fall, aber auch bei Festplatten. Wie kann man sich dagegen schützen? Man verwendet Cipherblock Chaining. Beim Cipherblock Chaining erfolgt die Verschlüsselung genau wie beim Electronic Codebook Modus Block für Block. Der Unterschied ist, dass man bei der Verschlüsselung eines Datenblocks vor der Verschlüsselung diesen Datenblock verxodert mit dem Chiffrat des vorherigen Blockes. Hier im Beispiel ist es so: In der zweiten Zeile sieht man, dass der Klartextblock X1 verxodert wird mit dem Chiffrat Y1, also dem vorherigen Block, um den zweiten Verschlüsselungsblock zu erhalten. Dasselbe beim dritten, der wird verxodert mit dem zweiten, um den dritten zu erhalten. Unten gibt es noch ein Bild, wie das funktioniert. Der erste Block mit dem sehr geheimen Text wird verschlüsselt. Beim zweiten Block habe ich ebenfalls wieder den sehr geheimen Text, also genau den gleichen Klartext, verxodere den mit dem Ciphertext des vorherigen Blockes und verschlüssel ihn dann. Und wie man rechts sieht, kommt ein anderes Ergebnis heraus, obwohl ich den gleichen Klartextblock hatte. Im Ergebnis sieht das Bild dann so aus wie unten rechts. Zur Entschlüsselung geht man hin, entschlüsselt den ersten Block ganz normal. Den zweiten Block entschlüsselt man, verxodert ihn danach mit dem ersten Cipherblock. Damit erhält man den zweiten Klartextblock. Bei dem dritten macht man das Gleiche, verxodert es mit dem zweiten Block und erhält den dritten Klartextblock. Damit ist jeder Block mit dem vorangehenden verkettet. Das Interessante ist aber, geht ein Datenblock verloren, beispielsweise dadurch, dass die Verbindung fehlerhaft ist oder ein Angreifer die Verbindung stört, so kann man trotzdem den restlichen Text entschlüsseln, weil sich das Ganze nach einem Block wieder neu synchronisiert. Das würde nicht funktionieren, wenn man statt dem Ciphertext den Klartext verwendet. Denn dort ist es so, wenn man einen Block verliert, kennt man den Klartext nicht mehr des vorangehenden Blockes und ab dann kann man nicht mehr entschlüsseln. Deshalb wird beim Cipherblock Chaining immer der verschlüsselte Datenblock genutzt. Man könnte sich jetzt überlegen, ja, das ist ja viel unsicherer, als wenn man den Klartextblock kennt, den Angreifer ja nicht kennt, sondern man verwendet den Ciphertext, den der Angreifer kennt. Aber wie eingangs erwähnt, macht dies keinen Unterschied, ob ein Angreifer diesen Block kennt. Eine andere Erklärung dieses Verfahrens ist es, dass ein verschlüsselter Text für einen Angreifer quasi identisch ist mit einem zufälligen Text. Sprich, ein Angreifer kann nicht unterscheiden, ob ich ihm einen zufälligen Text schicke oder einen verschlüsselten Text. Man nutzt diese Eigenschaft dadurch, dass man diesen Pseudo-Zufall des verschlüsselten Blocks nutzt, um den Klartext mit XOR so zu verändern, dass gleiche Blöcke nicht mehr gleich aussehen. Kommen wir zu einer weiteren Gegenmaßnahme, dem Padding. Nehmen wir an, ich muss ein einzelnes Byte verschlüsseln und Cipherblock Chaining steht mir nicht zur Verfügung. Dann habe ich das Problem, dass ich für ein einzelnes Byte nur 256 Möglichkeiten habe. Gebe ich vorher meinem Angreifer die Blackbox, kann er einfach sich eine Liste mit diesen 256 Möglichkeiten anlegen und wenn ich mein eines Byte verschlüssele, schaut er in seiner Liste nach und hat es entschlüsselt. Wie löse ich das Problem? Anstelle von einem Byte übertrage ich einen Block mit 16 Byte. Das erste Byte sind meine Nutzdaten, die restlichen 15 Byte fülle ich mit Zufall aus. Zusätzlich muss ich natürlich übertragen, dass nur das erste Byte relevant ist und die anderen nicht. Mache ich dies, so kann ein Angreifer sich keine Tabelle mehr überlegen. Denn 16 Byte sind 128 Bit, das sind 10 hoch 38 Möglichkeiten. Das sind etwa die Anzahl der Sandkörner, aus der die Erde besteht. Und deshalb weit jenseits dessen, was man in irgendeinem Computer speichern kann. Überhaupt ist das praktisch, sich solche Werte zu merken. 256 Bit ist mal übrigens in der Größenordnung der Atome des Universums. Ein weiteres sehr verbreitetes Protokoll ist der Diffie-Hellman-Merkle-Schlüsselaustausch. Er wird beispielsweise dafür verwendet, um den SSL-Schlüssel bei einer HTTPS-Verbindung auszuhandeln. Das Problem ist hierbei, wie kann ich über einen unsicheren Kanal einen sicheren Schlüssel aushandeln? Das Verfahren basiert auf dem gleichen Prinzip wie SA, also den diskreten Logarithmus. Der diskrete Logarithmus stellt eine Einwegfunktion dar. Das heißt, ich kann sie nur in eine Richtung ausführen, nicht in die andere Richtung. Als Beispiel aus der Praxis kann man hier das Mischen von Farben sehen. Es ist relativ einfach, zwei unterschiedliche Farben in einen Eimer zu kippen und zu vermischen.
Es ist aber sehr schwierig, diese zwei Farben wieder komplett zu trennen. Mit dieser Analogie kann man den Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch sehr einfach darstellen. Alice und Bob einigen sich auf eine gemeinsame Farbe. In der Praxis ist es sogar so, dass man immer die gleiche Farbe verwendet, in diesem Beispiel Gelb. Dann suchen sich Alice und Bob jeweils zufällige geheime Farben aus, in diesem Beispiel Rot und Cyan. Diese zwei Farben mischen sie jeweils und veröffentlichen die Mischung und schicken die Mischung jeweils über einen offenen Kanal an den anderen. Dieser mischt die erhaltene Farbe mit seiner eigenen geheimen Farbe und erhält dann die gleiche Farbe. Wieso ist das so? Einfach beim Mischen von Farben kommt es nicht auf die Reihenfolge an. Jetzt kann man sich anschauen, wie beispielsweise der Pfad aussieht, der links oben beginnt. Dort wird Gelb und Rot gemischt und danach Cyan hinzugenommen. Auf dem rechten Pfad wird Gelb und Cyan gemischt und Rot hinzugenommen. Das heißt, es sind jeweils die drei gleichen Farben, die in den Eimer getan werden in unterschiedlichen Reihenfolgen, aber da kommt immer die gleiche Farbe heraus. Genauso ist es auch bei der vom Diffie-Hellman verwendeten mathematischen Methode. Auch dort ist die Reihenfolge egal. Man sollte hier beachten, dass für den Menschen Farben in der Regel 24 Bit haben, also 3 Byte, währenddessen hier Farben verwendet werden mit 1024 oder mehr Bit, das sind 128 Byte. Das heißt deutlich mehr Farben, als der Mensch normal verwendet. Das heißt, es ist eine Analogie und die hat natürlich ihre Grenzen. Das Problem bei diesem Verfahren ist, dass es anfällig ist für Man in the Middle. Alice und Bob einigen sich zwar auf einen gemeinsamen Schlüssel, aber ist Bob wirklich Bob? Um das festzustellen, gibt es ein anderes Verfahren und im Internet wird in der Regel das Verfahren einer Zertifikatskette verwendet. Was bedeutet dies? Schaut man sich das Zertifikat einer Webseite an, so sieht man, dass dort eine Kette entsteht. In diesem Beispiel gibt es das eingebaute Token DST-RootCA-X3. Eingebaut heißt, dass der Browser dieses Token bei sich fest eingebaut hat und damit ausgeliefert wird. In der Kette folgt darauf Let's Encrypt Authority X3 und dann weiter unten meine eigene Webseite huvig.de. Als kleine Randbemerkung, in dem Zertifikat selber stehen auch noch Metainformationen drin, die ebenfalls signiert sind. Wichtig hier ist beispielsweise Gültigkeit nicht vor und nicht nach. Das heißt, die Zertifikate haben auch eine zeitliche Gültigkeit und laufen irgendwann aus. Das hilft in den Fällen, wo ein Zertifikat verloren geht und man es nicht merkt. Dann ist es wenigstens so, dass ein Angreifer nach einer gewissen Zeit das Zertifikat nicht mehr nutzen kann. Ich habe jetzt gesagt, hier gibt es ein Vertrauen und digitale Signatur. Das heißt, diese Kette ist eine Kette des Vertrauens. Einer vertraut einem anderen und digital drückt man Vertrauen durch eine digitale Signatur aus. Die Signatur drückt aus, dass ich dem anderen vertraue. Was bedeutet sowas in einem Alltagsbeispiel? Ich beispielsweise vertraue meiner Mama. Meine Mama vertraut ihrer Nachbarin. Die Nachbarin vertraut ihren Bruder. Hat man jetzt diese Kette des Vertrauens, so ist es so, dass ich dem Bruder der Nachbarin meiner Mama vertraue, obwohl ich ihn gar nicht kenne. Genauso funktionieren die Zertifikatsketten im Browser. Obwohl mein Browser nicht meinen Webserver kennt, vertraut er ihm, da er eben von der Let's Encrypt Authority bestätigt wurde und die wiederum von der DST-RootCA-X3. Auch alle Angriffe hier drauf kann man sehr schön an dem Alltagsbeispiel sehen. Wenn beispielsweise die Nachbarin meiner Mama fälschliche Zertifikate ausstellt, dass jemand der Bruder von ihr wäre, obwohl das gar nicht ist, schlägt diese Kette natürlich fehl. Genau dies ist auch in der Vergangenheit passiert, sodass bestimmten CAs das Vertrauen entzogen wurden. Das bedeutet, dass dieses Token nicht mehr mit den Browsern ausgeliefert wird und damit der Browser diesen Zertifikaten nicht mehr vertraut und diese damit wertlos geworden sind.